Heute ist er glücklicher mit mir. Das ist schön. Er war schon mal ein bisschen angepisster, weil, wie gesagt, ich sehr, sehr, sehr lange nicht gespielt habe. So, sorry. Weiß ja, echtes Leben und so macht immer Probleme. Könnte ich theoretisch mit etwas Glück zwei von denen direkt abnudeln. Ist jetzt offizielles Wort dafür. Oder ich hau einfach daneben und sterb direkt in meinem ersten Kampf. Auch okay. Wow. Ah, ihr liebt es doch, wenn ich eigentlich nur direkt Probleme habe. Jesus Christ, ey. Man hätte auch wirklich nicht wirklich viel gemeiner zu mir sein können. Ja, das bringt auch wieder sehr viel, was ich da gemacht habe. Also, na, man muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht mehrere Tage Pause gemacht. Ich bin halt nur einfach wieder schlecht. Ist auch nicht der beste Moment, um Base rauszulassen. Ich hämmer gerade auf rechts, damit ich vielleicht dem Angriff ausweiche. Und ich tue sogar. Guck an. Naja, kein guter Anfang zum Video selber hin, aber gut. Nichtsdestotrotz, wir wissen jetzt, oder mir wurde gesagt, ne, es ist das letzte Gebiet von dem ganzen optionalen Krams hier. Das heißt, wir sind mehr oder minder gut raus. Ne? Warum überlege ich eigentlich? Ich weiß doch eh, dass ich den Chip nehmen werde, wenn er da ist. Also insofern, ey. Was wollte ich sagen? Ach so, ja. Nein, ich will nicht Iron Body. Nein. Da sage ich nicht nein. Das war das 200er. Liga-Schwert. Heldenschwert, ja. Vielleicht auch noch speichern, weil, naja, wir haben gesehen, wie schnell ich mich wieder in eine Bredouille steuere, ne? Von daher. Und beides sind F-Chips. Guck einer an. Nicht hundertprozentig das, was ich machen wollte. Jetzt habe ich nur noch 140 HP. War das so ein bösartiger Angriff? Meine Fresse. Lockern 3. Lockern 2 drin, glaube ich. Ja, vielleicht. Und vom Chip. Ja. Geht. Viel besser. Ist ja ekelhaft. Lock on 2. Lavawelle. Man. Diese Mäuse sind echte Überlebenskünstler. Mein Gott. Ja, Gaia. Gaia wird regeln. Obwohl auch da, ne, hätte sie theoretisch ausweichen können. Raton 3? Habe ich überhaupt einen Raton drin? Nein, habe ich nicht. Missile, was halt einmal 120 Schaden machen kann. Reicht besser als Gaia.
Ja, passt schon. Und jetzt noch den einen Chip hier holen. Oder was auch immer das ist. Kann doch Geld sein. Es ist langweiliges Geld, aber es ist Geld. Dann rennen wir raus, holen noch dieses eine blaue Ding, was ich verpasst habe, weil ich bin ich und ne, ihr wisst, wie das so läuft. Und dann ist theoretisch gut. Habe ich es denn jetzt geschafft, das Ding wieder auf die falsche Ebene zu schießen? Ah, nein. Tap, 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 tap. Und deswegen, liebe Leute, das eine Spiel, was es tatsächlich geschafft hat, mich zum ewigen Speichern zu verdonnern, Mega Man Battle Network, ja. Yeah. Das eine Spiel, wo ich nur am Speichern bin, ey. Das ist so scheiße. Das ist so eine scheiß Aufstellung hier wieder, oh mein Gott. Voll cool. Gott, ey. Aber dann ein Triple Delete hinlegen. Nichtsdestotrotz. Jetzt speichere ich schon Schritte. Acht. Ich will doch hier nur raus. Hier werden die Kämpfe ja in der Theorie minimal leichter. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich da hinkam. Also zum Anfang des Gebiets, aber kriegen wir hin. Vielleicht unter Umständen, hoffentlich. Okay, die scheinen tatsächlich nur im Verbund mit anderen, also anderen Gegnern, nicht mal anderen Käferchen gut zu sein. Das war ja nicht sehr beeindruckend, die Geschwindigkeit von denen. Sagen wir es mal so. Na, machen wir ihn weg. Dann nervt er schon mal nicht mehr. Und der arme Kerl, er versucht zwar jetzt sein Bestes, aber der wird nichts gegen mich ausrichten können. Traurig, aber wahr. Passiert aber auch so selten mittlerweile, dass ich im was wollte ich gerade sagen? Ah, da liegt das Item noch. Ich selbst ausgetrickst. Ja. Okay. Und Mister, ich habe 120 HP und will die auch ausnutzen. Den müssen wir auch umbringen. Na gut. Wir wissen ja, ne? Er hat Selbstheilung. Gar nicht mal so knapp. Na, ich gehe natürlich jeden falschen Weg, den ich gehen kann, um zurückzukommen. Nur um das eine Item einzusammeln, den ich gehen kann, gehe ich auch. So, du bist jetzt eigentlich in der Mitte, oder nicht? Ja, geht doch. Halt schon irgendwie traurig, aber naja. Zyklon. Hatten wir Zyklon schon? Nein. Er schafft einen Twister mit 8 Treffern. Zyklon hat ein F, ich habe haufenweise Feuertürme mit F, aber unten Heldenschwert mit F. Scheine ein F-Fan zu sein. Ich meine, das kommt so selten vor. Ich werde es wahrscheinlich wieder bereuen, aber es passiert so selten, dass ich den auf Lager habe. Zu einem Zeitpunkt, der mir was bringt, wohl bemerkt. Ich den genauso gut auch weglassen kann.
voll cool, wenn ich mal zeitgleich da wärt, aber ungefähr so. Nur, dass ich dann auch noch immer noch ausweichen sollte, weil, aber das habe ich in dem Moment wieder vergessen, logischerweise. Weil der blöde Kopf mehr HP hat, als ich Schaden machen werde. Oder würde. In dem Fall was würde. Jetzt richtig? Ja. Okay, nur noch das Ding angucken. Hat sich nicht gelohnt. Aber egal. Lass uns nach Hicks früherem Boss suchen. Oh mein Gott, Moment. Was hieß das? Ah nein, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr. Moment, Hicks, Kumpelblase. Sagst du mir nochmal was dazu? Nein. Ist ein gutes Recht, aber ich hätte gerne eine Antwort. Nein. Aber den muss ich in echt suchen, das ist schon mal okay. Sie hat Geschichten über das Internet? Warum hat die Rai Geschichten über das Internet? Nein. Hey Dex. Ja, klar, warum nicht? Wenn ich schon mal hier bin. Wie genau funktionierst du? Ah, zwei Felder vor mir, machst du einen Zyklon. Alles klar. Ich bezweifle, dass das super sinnvoll jetzt ihm gegenüber gewesen wäre, aber... wäre bestimmt ganz interessant gewesen. Und jetzt hast du verloren, denn entweder benutze ich mein Base-Ship oder ich benutze mein Base-Ship. Aber ich denke, ich tendiere dazu, mein Base-Ship zu nutzen. Und den interessieren so Sachen wie Löcher im Boden halt einfach nicht. Gutsman Nummer 3. Cool. Der neu? Ja. Der besser? Also 100. Naja. Ist nicht mal so gut wie ein Gaia. Was können wir nur tun? Ja, wer weiß, keine Ahnung. Auf rumzuheilen. Ich habe echt ein Problem, nämlich sowas wie komme nicht durch Bäume. Okay. Man kann auf deinen... Achso, du meinst aber das Internet in der Metro Line? War denn hier was zum Einloggen? War hier überhaupt was zum Einloggen? Jemand hat Teile der Metro Line geklaut? What? Ich bin mega verwirrt. Hat hier was zum Einloggen? Lernst eine Oper zu singen, okay. Eine weitere Krise, viel Glück, Captain, what? Ich wünschte so sehr, dass ich einen anderen Hinweis habe als das, weil ich nicht mehr daran erinnere, was er gesagt hat. Ich könnte natürlich ein altes Video von mir ansehen, aber nah. Ja, klar, warum nicht? Wenigstens so tun, als würde ich irgendwas... also irgendwas Sinnvolles machen. Und einen Feuerturm auf einen Baum zu werfen, klingt sehr, sehr praktisch. Ah ja, stimmt, ich muss ja ausweichen. Also,
Ich sage muss ausweichen und eigentlich ist die Antwort, ich kann ausweichen. Ne? Mist. Reaktionsvermögen nicht vorhanden. Ja. Aber Base regelt. Base regelt immer. Insofern, whatever. Lecker Apfel. Und mein Stufe 2. Hey. Ich hab wieder verloren, aber hey, beschützt die Natur. Ja. Einfach mal das gesamte feindliche Areal aufspießen. Schön. Nein, eigentlich nicht. Aber ja. Okay, es ist also der mittlere Fisch. Der mittlere Fisch! Ah, ich kann ihn versuchen zu fangen mit einer Harpune, weil das... Ich verstehe schon, er ist ein Fisch. Und es hat nicht das bewirkt, was ich gerne gehabt hätte, also, ne. Eine der dümmsten Ideen, die ich jemals hatte. Und siehe da, sie funktioniert auch nicht. Also. Well. Heimann ist immer noch nicht gut für mich. Heimann ist. Heimann ist Heimann. Ah. Könnte funktionieren, wenn ich. Come on. Nee, nee, also Sharkman nicht unbedingt das, was ich. Au. Bitte mich ruhig, ist okay. Ist aber eigentlich eh nicht das, was ich machen wollte. Also kann ich jetzt ganz, ganz einfach den Schwanz einkneifen und weitersuchen. Okay. Hi. Weiß nicht mal, was eine Hauwitzer ist. Aber könnten wir tauschen, ja. Wasserwerke, ja. Also wenn hier kein neuer NPC ist und oder alter und oder irgendwas, dann müssten wir irgendwo anders hingehen und das, nee. Ich lock mich da jetzt übrigens nur ein, weil er gesagt hat, die Cola schmeckt komisch und ich als Cola-Fan, das kann ich eigentlich nicht so stehen lassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich war hier sogar schon mal drin. Kriegt euch gar nicht, ne, ist okay. Ich war irgendwie der Meinung, er müsste sich bewegen, aber ja, ihr seid in Reparatur. Ja. Guck noch mal kurz, aber ich bin sicher, dass ich da drin war, nichts Vernünftiges festgestellt habe und dementsprechend alles eigentlich irrelevant ist, was ich da gerade mache. Aber naja, egal, jetzt bin ich schon mal hier. Komplett nutzlos. Lernst hilfreicher Satz, nur noch schlimmer. Frag mich, warum du dich in manche einloggen kannst und manche nicht. Weil sie wahrscheinlich kein USB haben. Oder Infrarot ist es, glaube ich, hier oder irgendwie so ähnlich. Shorter ist nach Downtown gegangen, ja. Aber da waren wir. Irgendwann mal. Und dann sind wir zu Higsby.
Und jetzt habe ich keine Ahnung, wohin. Yay. Ja, nein, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ah, schön. Aber hey, das ist trotzdem, habe ich mit dir schon geredet. XP hat was das gesagt. Hi, guck an. Verstehe, ich sehe das große Ganze. Benutzt das hier, das sollte die Dinge erklären. Lab-Memo. Viele Leute wie Higgs und ich haben bei der World Free aufgehört. Es gibt noch zwei weitere Schlösser, die man öffnen muss, um auf den Server zu gelangen. Finde zwei weitere Memos von anderen, die bei der World Free aufgehört haben. Trotz allem musst du trotzdem stark genug sein, um die World Free aufzuhalten. Selbst mit den Memos, sich dem Server zu nähern, bevor du stark genug bist, wird nur darauf hinauslaufen, dass du dich in Gefahr begibst. In Dan City gibt es zwei weitere Mitglieder, eine junge, hübsche Frau und einen alten Mann. In Dan City. Das schließt zumindest den Bereich hier ab, denke ich. Also, beziehungsweise schließt diesen Bereich aus. Jetzt ist die Frage, ob Dan City... Starte mit der jungen Frau. Bei der jungen Frau habe ich einen ziemlich guten Verdacht. Achso, ja, Ticket kaufen. Kaufe ein Ticket und gewinne sonst nichts. Meist das Dan Town, also... Aber egal. Nämlich die Frau, wo wir uns in die Tafel einloggen können. Das war irgendwo unten links in den Gebieten. Hast du mein Kind gesehen? Wir wurden getrennt. Nein. Selbst wenn, wäre es mir egal. Hast du das Kind? Nein. Ja. Yeah. Ich? Ein Ex-Mitglied der World Free? Ha! Ah, lass mich mal den Navi von dir sehen. Ha! Ich habe auf einen Netkämpfer wie dich gewartet, dass er auftauchen würde. Ich habe mich wie ein Idiotin verhalten, oder ja, so getan wie ein Idiotin, um mich vor der World Free zu verstecken. Sicher, ich weiß, wie man ein paar von den Schlössern öffnet. Lass mich mal deine Bibliothek ansehen. Ich denke, dass du jetzt bereit bist. Hier, so gehen die Schlösser auf. Die Yuri-Memo. Ich habe Vertrauen darauf, dass du die World Free aufhalten kannst. Ha! Ups, sieht aus, als wäre das ein schlechtes Angewohnheit von mir geworden. Jetzt ein älterer Mann, ha. Wir haben den älteren Zahnmann, aber ich nehme mal an, Dan City. Was mir der eine Knipser, der eine Typ gesagt hat, wird wohl eigentlich Dan Town sein. Was wiederum bedeutet, hier müsste irgendwo ein älterer Mann rumlaufen und den muss ich anquatschen. Ich bin auf der Suche nach einem älteren Mann. Technisch gesehen würde ich mich auch schon zu älteren Männern hinzufügen, aber... Wir reden wahrscheinlich von einem tatsächlichen Opa. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier irgendwo einen Opa gesehen zu haben. Eine Oma habe ich jetzt gefunden. Aber das hilft mir nicht. Das tut sich nicht, dass ich wüsste. Du bist definitiv kein alterer Mann. Das ist nicht das, was ich für einen halten würde. Ältere Frauen finde ich sehr oft. Ja, irgendwann weiß ich automatisch, in welchem Block ich bin. In welcher Welt lebt dieses Mädchen? Probieren wir mal. Ich meine, Sharkman, da bin ich tatsächlich einfach zu dumm für. Wollen wir nicht drüber diskutieren? Bin ich momentan einfach zu dumm für? Da habe ich nicht die Reflexe und das... Das Know-how für, aber Skullman habe ich mir auch nicht gemerkt, was er kann. Insofern, das kann nur schief gehen. Okay. Mein Irrlichter schießen. Cool. Ja.
Schön, dass das erste, was ich mache, in seine Attacke reinzurennen ist, aber. Ha. Nee, nicht der beste Gedanke, den ich hatte. Kann ich lügen? Frage ist, bewegen die sich nur vor und zurück und zwar um ein Feld? Oder sollen die mich eigentlich jagen? Hat er gerade seinen Kopf abgeschossen? Werden wir es je erfahren? Nein. Nur nicht in dieser Folge. Aber wir bekommen Skullman! Ayo. Ich meine, immerhin bekommen wir neue Chips und so, ne? Großer Schädelangriff auf einen Feind. In Zahlen. Einer. Ach, ach, ach. Ah, hey, ich habe dein Kind gefunden, nur scheinbar ist Lan ungefähr so wichtig wie mir. Ha! Ich ja Mitglied der World Free, du machst doch Witze machen. Aber ich habe mal einen Mann getroffen, der eine Menge darüber wusste. Ich glaube, er sagt, dass er in ACDC Town lebt. Ah, cool. Also nicht will. So kann ich hier hin. Bin verarscht. Also minimal. Lass mich rüber hier. Ich muss alte Männer finden und ihnen eine Memo abnehmen. Also wieder zurück. Was das mit der Metrolinie auf sich hat, keine Ahnung, ob das tatsächlich eine richtige Sidequest ist oder so, aber wir ignorieren es mal. Der Erdrutsch hat gereicht. Du? Nein, du hast einfach nur immer noch Zähne. Niemand ist zu Hause. Ah ja, das ist bei mir. Ich würde gerade sagen, warum kann ich hier rein? Und warum kommt mir das so bekannt vor? Kann ich mit Droll kämpfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hey, ich hätte auch gerne meine eigenen Cheerleader-Truppen. Nicht wirklich. So, wir suchen also einen Mann. Der hier theoretisch lebt. Nicht Jais. Du. Ich liebe Flucht. Mehr als alles andere. Was sagt sie mir? Gib mir einen von jedem Code. F, H, J, L und N. Wenn du das tust, gebe ich dir diesen Night Sword G dafür. Das war auch irgendwie so ein mega dämlicher Tausch. Irgendwie, keine Ahnung. Vor allem halt die Tatsache, dass man die Chips erstmal suchen müsste. Du denkst, dass ich ein Ex-Mitglied der World Free bin, ha? Huh? Lass mal diesen Navi sehen, den du da hast. Naja, macht ja, hat keinen Sinn mehr, so zu tun, als wäre ich Senil. Ja, ich war ein Mitglied am Anfang. Ich war ein, als Whiteys Assistent sogar. Ja, ich weiß, wie man das Undernet-Log aufmacht, aber lass mich mal den Navi von dir nochmal sehen. Nun, ich schätze, dass du gut genug sein könntest. Hier, Haas Memo. Gleich mit derjenige, der das Endgame aufhalten wird, du sein, Lan, und nicht ein Scilab-Net-Battler. Okay. Jetzt soll ich in die Server einbrechen. Ah, nein. Ja, sind irgendwo. Ja. Jetzt fühle ich mich sinnier. Das ist so ein bisschen so, an guten Tagen weiß ich, wo es lang geht, und an schlechten Tagen ist das so ein bisschen, ja. Easy peasy. Gehst ein bisschen hier lang, gehst ein bisschen da lang und dann bist du da. War das nicht? Das war mal so ein Dingenskirchens. Bist du wenigstens in diesem Bereich, ne? Wo ich einfach nur so eine Bombe werfe und alles ist Töfte. Irgendwie noch gefühlt wie der King schlechthin. Ne? Einfach wirfst eine Bombe, alles tot. Alles cool. Das waren noch Zeiten.
Hi, Bro. Random Fireman. Witzigerweise hätte ich den hier von links erwartet, weil ja der eine Navi da immer sagt, ne? Ja. Ich weiß nicht warum, ich dachte, er käme hier hoch, aber nein, tat er nicht. Sorry. Aber eigentlich mag ich dich. Fireman F. Yay. Eine Reihe Feuerarm. Mein. Warum nicht? Ist halt rein vom Prinzip her dasselbe wie mein Umgang zumindest mit Feuertüren. Von daher, warum eigentlich nicht? Naja, anyway. Ich glaube, für das World Reading muss ich tatsächlich weiter tiefer. Irgendwohin, wo ich mich nicht mehr dran erinnere, weil. Ich meine, ihr seht das ja selber, wie das hier aufgebaut. Oh, wie das hier aufgebaut ist. Nicht gut, ist die Antwort, wenn ihr drüber nachdenken möchtet. Man! Witzig ist übrigens, wenn man bedenkt, dass Fireman in der GameCube-Variante dieses Spiels ein richtiger Bastard ist. Und hier halt alles, was er macht, ist nach vorne schießen und ein bisschen betrübt dabei aussehen. Aber schön, dass du mir jetzt einfach ständig den netten Kerl vor den Kopf knallen. Ich glaube, hier war Dexys Zugriff, ne? Ja. Den kann ich immer noch öffnen, nicht wahr? Nein, warum auch? Ich habe ja jetzt zumindest so mehr oder minder den Ehrgeiz, mal eben zu gucken, dass ich die blöde weiterführende Tür irgendwann mal finde, aber Internet halt, ne? Das müsste ich eigentlich besser teilen, aber da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Also machen wir so. Und fertig ist die Kiste. Also was mir tatsächlich dann am Ende gefällt, egal wie gut und oder schlecht und meistens schlecht ich mich aufführe, ist die Tatsache, dass man halt sich die Gegner merken kann, ne, und dann daraus resultierend arbeiten kann, weiß, wie man angreifen soll, bla bla bla. Bin halt nur wirklich einfach kurzum einfach steckt da drin, ne, aber es geht halt. Das ist halt schon sehr spaßig, wenn man es dann mal schafft, so eine Erstrunden-Clear zu machen oder direkt ohne Battleship. Okay, zumindest waren wir hier noch nicht, aber das hilft mir. Also hilft mir schon. Rapid Charge, Rapid Charge, Rapid Charge. Rapid Charge. Rapid war ja nur, wie schnell ich schießen kann eigentlich, ne? Beeinflusst das auch den Charge? Ich weiß es nicht. Ich dachte jetzt gerade schon, ah, guck mal, cool, ich habe den Weg gefunden. Aber nein, das war dann halt wieder nur das. Piff, paff, paff, Ende Gelände. Könnte halt tatsächlich sein, dass ich für das andere Net tatsächlich wieder dahin muss, wo ich, wo wir also so mehr oder minder angefangen haben, diesen Part. Weil dann irgendwo
Da eine Tür ist, die ich nicht öffnen konnte vorher. Würde fast Sinn machen und mich sehr, sehr traurig, wie immer halt eigentlich, ne? Ich ihn jetzt. Die Antwort ist wie immer, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Hä? Das ist, glaube ich, sehr. Habe ich zumindest. Irgendwie müssen wir jetzt jedenfalls dahin kommen. Ich will da unten diese Tür öffnen. Ich glaube, dabei belasse ich es dann auch, weil sonst verrenne ich mich hier halt komplett und wir werden niemals herausfinden, was Sache ist, aber. Also noch weiter aufladen kann ich jetzt nicht. Eventuell ist es gerade schneller, da bin ich mir nicht sicher. Hört sich etwas schneller an. Oh, ein HP Memory. Hey. Was ein Part, ne? Nichts geschafft, außer ein paar Chips. Ich meine, das ist Fleisch und Knochen von dem Gameplay hier, ne? Das ist, glaube ich, das von unserem Vater. Der PC-Einlog-Dingenskirchens. Glaube ich. Yep. Das ist fast das, wo ich dachte, wo ich hin will, sozusagen. Also, so ganz falsch bin ich dabei nicht. Oh mein Gott, hi Stone Man. Ja, Würfel. Ich mag keine Würfel. Gute Reaktion, also Reaktion dahin, wo ich nicht hin wollte, aber die Reaktion hatte ich gut drauf, ja doch. Nein, du machst jetzt keinen Angriff, wie wär's damit? Ich will nichts hören, okay? Ich sehe nur Schatten und denke mir so, hey, Schatten. Und dann Kurzschussreaktion im Hirn, geh dahin, wo der Schatten ist. Mhm. Wie das mit geh nicht dahin, wo der Schatten ist? Nee. Nee. Einfach nee. Mega Man erhält Zugriff. Auf. Sorte. B, was mir jetzt gerade nicht wirklich viel bringt, aber. Ja, dann ist, glaube ich, der eigentliche Zugang, den ich im Kopf habe, weiter vorne sozusagen. Glaube ich. Unter Umständen. Wir finden was noch heraus. Mal gucken. Das hat keinen Gang. Wir finden was auch nicht heraus, weil ich mich wieder hier verrenne. Ach, ich sollte einfach erstmal für heute aufhören. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Das ist gut. Die Story nimmt in Anführungszeichen langsam Form an. Ist auch gut. Upsa. Glücklicherweise. Warum ist dieses Bereichsding von dem Teil ja auch so riesig? Muss ich nochmal gucken. Freue mich jetzt komplett wieder. Ich meine, ich verrenne mich eh komplett, weil alles gleich aussieht. Die Diskussion können wir uns ja sparen. Das ist halt einfach so. Es ist die Wahrheit und wir alle wissen, dass es die Wahrheit ist. Aber, der Part wird auch wieder viel zu lang, sehe ich. So ist das, wenn man so eine Art von Spaß hat, ne? Aber. Da war jetzt das World Free Ding und da unten war nur eine Sackgasse, ne? Und jetzt werde ich hier wieder so oft unterbrochen. Ist ja dann doch arg traurig. Ja. War genau das, was ich machen wollte, nur irgendwie. Hat er nicht direkt mitgespielt, wie ich das wollte. Na egal, 1000 Denny nochmal. Wir speichern hier.
Und ich glaube, irgendwo hier geht's weiter. Irgendwo in der Nähe. Ich bin mir aber nicht sicher. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patrons bedanken für ihre Unterstützung. Da hätten wir Snow Villier, Pan 88, Nikita und Michael Hoffmann. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und auch beim nächsten Mal heißt es wieder Battle Routine Set Execute mit unserem Kumpel Lan und seinem Navi Mega Man Doc EXE. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, abonniert mich, hinterlasst ein Like und vor allem kommentiert bitte. Das Ganze ist mir äußerst wichtig. Bis zum nächsten Mal.